Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch diesen wunderschönen Herbstkranz, den wir selber gebastelt haben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, los geht's! Ihr benötigt für diesen herbstlichen Kranz einen Strohkranz, eine grüne Girlande, einen Glitzerhirsch. Dann haben wir hier noch getrocknete Orangen, Tannenzapfen, Zimtstangen, eine Eule. Und ja, ihr könnt alles drauf machen, was euch so gefällt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Zuerst braucht ihr die grüne Girlande und den Strohkranz. Und mit der Girlande umwickelt ihr jetzt den halben Strohkranz, dass ungefähr die Hälfte noch übrig ist. Das beansprucht ein bisschen Zeit, damit es ordentlich ist, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn das fertig ist, dann geht es auch schon zum Befestigen. Und dafür habe ich ein grünes Draht genommen und habe damit die Enden ein bisschen befestigt und das Ganze nochmal mit umwickelt. Jetzt geht's auch schon ans Dekorieren. Da erzähle ich euch nicht so viel. Schaut euch das einfach an, wie wir es gemacht haben. Lasst euch inspirieren und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr mit eurem Kranz fertig seid, dann kommt noch ein schönes Band drum zum Aufhängen und ja, fertig ist der schöne herbstliche Kranz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da und schaut gerne in der Infobox vorbei. Dort habe ich euch noch weitere Bastelvideos verlinkt und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!